Der europäische Journalistenpreis Writing for CEE ist heuer an die Slowenin Meta Grise gegangen. Die Journalistin und Fotografin wurde am Dienstagabend in Wien für ihre kritische Reportage über die Lebensumstände der Roma-Minderheit in ihrer Heimat geehrt. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis zur journalistischen Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen Europas und der europäischen Integration wird seit 2004 von der Austria Presseagentur in Zusammenarbeit mit der Bank Austria vergeben und wurde von APA-Chefredakteur Michael Lang überreicht. Ehrengast der Preisverleihung war Hans-Dietrich Genscher. Der langjährige deutsche Außenminister war vor allem in Bezug auf die aktuellen Herausforderungen in der Europäischen Union gefragter Interviewpartner. Ganz unbestreitbar ist das die schwerste Krise der Europäischen Union und erst recht auch der Eurozone beide seit ihrer Gründung. Darüber darf man sich keine Illusionen machen, denn nur aus dieser Einsicht erwächst ja die Kraft, die Krise zu überwinden. Die Lösung der Probleme sieht Genscher auf einem guten Weg. Der 84-Jährige fordert aber in erster Linie verbindliche Regelungen. Ich denke, dass wichtige Schritte in dieser Richtung getan sind. Der Weg zur Stabilitätsunion erneut bestritten. Er beleidigt auch den Ausweg aus der Krise. Dazu gehört natürlich eine Einhaltung der Stabilitätsregeln. Dazu gehört, dass wir eine Schuldenbremse einbauen in die Verfassungen der Mitgliedstaaten. Dazu gehören vor allen Dingen auch automatische Sanktionen bei Regelverletzungen. Da dürfen keine Kompromisse möglich sein, sondern da muss gehandelt werden. In Sachen weitere EU-Beitritte nach der Aufnahme Kroatiens im Juli 2012 will sich Genscher nicht auf einen Fahrplan festlegen. Wer wann diese Voraussetzungen erfüllt, können Sie nicht im Wege der Prognose feststellen, sondern nur, wenn es soweit ist. Und auf der anderen Seite, das kommt hinzu, muss in diesem Zeitpunkt auch die Europäische Union aufnahmefähig sein. Es kann also sehr wohl einmal eine Lage eintreten, wo ein Land alle Voraussetzungen erfüllt und man ihm trotzdem sagen muss, es muss noch 1, 2, 3 Jahre warten, weil innere Probleme innerhalb der Europäischen Union das ratsam erscheinen lassen. Serbien sieht Genscher noch nicht bereit, das Land gehöre aber selbstverständlich zur EU dazu. In der Frage der Türkei sieht er eine unfaire Behandlung durch die jahrzehntelange Hinhaltetaktik der Union. Heute ist die Türkei ein wichtiger ökonomischer Faktor, es ist ein Wachstumsgebiet, die Türkei ist ein wichtiger politischer Faktor und vielleicht denken die professionellen Gegner der Mitgliedschaft der Türkei mal darüber nach, ob man eigentlich auf die Türkei verzichten kann, wenn man Stabilität in unseren Nachbarregionen rund um das Mittelmeer schaffen will. Ich glaube, wir können nicht auf die Türkei verzichten.